Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie meine Gedanken über viele Sachen sind, die ich hier gemacht habe, weil ich ja doch wahrscheinlich viel gemacht habe, ohne es wirklich zu erklären, und haben noch ein paar Tipps von euch angenommen. In dieser Folge werden wir mal schauen, was wir machen. Wie gesagt, ich gehe relativ ungeplant ja meistens an die ganze Sache hier ran und das wohl oder übel auch leider in dieser Folge wieder. Ob das jetzt vorteilhaft oder nachteilhaft ist, das werden wir sehen. Auf jeden Fall buddeln wir hier gerade nochmal eine halbe Anlage ab. Na, warte mal, wir werden das noch lassen. Wir werden hier nochmal bitte ein bisschen das lassen. Vielleicht doch erst in der nächsten Runde. Und erstmal schauen, dass wir hier so ein bisschen noch was abbuddeln. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir hier erst anfangen, alles abzubuddeln. Denn ich würde gerne schauen, dass wir aufschütten. Und zwar hier noch. Wo fahren denn die jetzt alle hin? Das würde mich interessieren. Fahren die hier alle hoch? Oh ja, die fahren echt alle hoch. Geil. Bedeutet, die schütten jetzt hier erstmal auf. Oh, schau, wie schön schnell aufgefüllt. Zack, Probleme erledigt. Ich glaube, ich muss dem wieder mehr Sachen zum Abliefern geben. Oh, jetzt hat passiert das, was eigentlich nicht passieren sollte. Aber das muss ich jetzt leider eingehen, das Problem. Schüttet noch so ein bisschen auf und kriegt gleich von mir dann das Umstürzwerkzeug. So. Und jetzt dürft ihr meinetwegen hier wieder auffüllen. Und das hier oben lassen. Weil jetzt ist die Farm nicht mehr gefährdet. Und jetzt können wir hier nämlich auch noch schnell eine Stützmauer-Ecke machen. Rotate. Dann binden wir das hier an und dann können wir nämlich hier das... Ist da jetzt noch ein bisschen Platz hinter, mein Gott, aber wir können unsere Farm auf jeden Fall schützen. Und wir schützen das ganze Gebiet hier noch so ein bisschen mit. Wie gesagt, wir tun das jetzt hier alles ein bisschen abstützen. Dann können wir nicht hier unten mit den Baggern ein bisschen besser arbeiten. Und wir haben eh die Ressourcen. Also solange wir darauf angefordert sind, müssen wir die Ressourcen, die wir haben, schützen. Und das ist halt in dem Fall das ganze Zeug hier, ne? Vieles ist aber voll aktuell. Vieles. Ja, jetzt tun sie hier den Müll wieder abtragen, aber das wird sich hoffentlich bald erledigen. Es ist schön abgestützt, das ist das Wichtigste erstmal. Und jetzt dürfen wir hier auch durchbrechen. Tragt alles ab, macht es sauber und ordentlich. Ich würde gerne mal so ein Vorher-Nachher-Bild sehen, von wie es hier am Anfang aussah und wie es jetzt aussah. Hier war mal ein Berg, der ist halb weg. Ich habe hier eine Küstenregion erschlossen, die irgendwie größer ist wie erwartet. Und ich stütze gerade die Hälfte der Insel ab und werde wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen was abreißen, um noch mehr Energie zu gewinnen. Vielleicht mache ich hier auch noch einen Weg außenrum. Einfach, weil ich es kann. Eieiei. Die nächste Straße geht durch die Kohlemine durch. Eieieiei. So. Aber wir schauen gut voranzukommen. Kohle ist jetzt gerade so ein bisschen teilweise ein heikles Thema noch. Aber schaut euch an, wie die LKWs hier kommen und aufkippen. Was liegt denn da?
darum. U-förmiges Fahrzeug. Das, ich habe hier eins übersehen, im Ernst? So, warte mal. Wir schalten kurz die Umfahrung hier an. Weil dann kann ich von hier bis hier vorne abreißen. Auf Schnellentfernbasis. Kannst du aufhören, da seitlich so zu überlegen? Ah, nee, oder? Jetzt muss ich die auch noch abreißen. So, dich hier auch, weil sonst geht das selber scheißlos. So, vorsichtig. Ah, da gab es doch irgendwie so ein... Ja, perfekt. So. So will ich das. So schaut das ordentlich aus. Und ihr Fliegen, ihr geht mir relativ tierisch auf den Senkel. So. Dann pausieren wir die Dampfzufuhr wieder. Auf was wartet er? Ah, er ist voll. Okay. Gut zu wissen. Meine Tanks hier oben schauen nicht relativ leer wieder aus. Okay. Okay. Es ist jetzt relativ interessant. Die Tanks sind viel schneller leer wie erwartet wieder. Wahrscheinlich, weil drüben die Anlage mehr verbraucht. Okay. Mhm. Irgendwie füllt sich das, obwohl ja der gleich, ob die Menge passen würde. Ah, dann... Oh, kann es sein, dass hier jetzt einfach bei euch das Problem ist, dass das Schweröl voll ist? Genau. Aber jetzt nochmal zum Nachdenken. Alle 20 Sekunden werden 2 Schweröle hergestellt. Jede von denen braucht 4 alle 10 Sekunden. Alle 20 Sekunden 2. Bedeutet, ich brauche alle 20 Sekunden 8. Ich brauche 4 Stück eigentlich, um die zu oder ist kein Wasser? Ah, nee. Oh, ich Idiot, jetzt weiß ich wieso. Hä? Wir produzieren viel zu viel Dampf. Und wenn zu viel Dampf produziert wird, dann kann ich auch den Eingang ausschalten, rein theoretisch. Sagen, okay, nee, will ich nicht. Ich kann nicht den Eingang komplett ausschalten. Ist er jetzt aus? Das ist ein Ausschalten, okay, Entschuldigung. Gut. Lasst uns mal überlegen. Ich habe eventuell ein bisschen übertrieben. Ja, in dem Fall habe ich zu stark übertrieben, aber da findet man ja auch für eine Lösung. Es gibt bestimmt Sachen, die Gas benötigen, die jetzt nicht so wichtig sind. Schon mal verarbeitender Prozess. Gärtank braucht... Okay, macht mal. Ah, da kriege ich Ethanol her, schau an. Ich kann bestimmt was mit Gas machen. Ich kann es zurück zu Wasser umwandeln. Ich kann es zurück in Wasser umwandeln. Was würde mir das bringen hier unten? Ah, dafür bräuchte ich auch wieder Mengen, die vollkommen übertrieben sind, weil... Wie viel stellt der hier? 8 Dampf. Bedeutet, um alles ausgleichen zu können, bräuchte ich 10 Kühltürme. Um einen kompletten Ausgleich herzustellen. Kann ich es einfach mit einem Gasturm ausballern lassen? Schon, ne?
Ist er vielleicht komplett blöd? Das ist halt echt wie ein Maniac jetzt, ne? Aber was ist... Mann, ich will es nicht machen, aber ich will es mal probieren. Weißt du, wir finden für alles eine Lösung hier. Wir stellen dich hier hin. Schnell liefern. So, das sind die Priorities. Fehlende Materialien. Du solltest Dampf kriegen. Oder bin ich jetzt doof? Okay, warte mal. Wir wollen hier nochmal ab. Schnell entfernen. Du nimmst doch Dampf an. So, warte mal, ich stelle jetzt trotzdem hier nochmal einen Schornstein groß hin. Einfach, weil ich wissen will, ob ich jetzt dumm bin? Oder einfach hier, ich das nicht direkt anschließen darf zum Beispiel. Ah, jetzt halt schauen. Priorität ist da drüben. Und der ballert jetzt mal einen Großteil weg. Das ist zwar komplett ineffektiv, was ich jetzt mache, aber scheiß drauf. Ich baller jetzt sozusagen den Überschuss weg. Dadurch sollte ich mein... Ja, oder... Ich mache das, was jeder liebt. Ich verbrenne direkt neben dem Öllager einfach das Zeug selber. Ich lasse einfach mal beide Möglichkeiten da, würde ich sagen. Um notfalls einen großen Abbau voranzubringen. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass mir hier dasselbe beinahe passieren wird bald in Zukunft. Den schalte ich halt erstmal auf Standby. Bedeutet, der wird fürs Erste nichts machen. Hier werden wir es schon hinkriegen, dass der jetzt dann gleich mal weniger mehr verbraucht, wie er will. Oder kriege ich nicht den Durchsatz hin, den wir bräuchten? Okay. Wir kriegen den Durchsatz nicht hin. Was hältst du von dem Gedingen hier? Schnell liefern. Vollkommen übertrieben. Vollkommen übertrieben. Wie viel zur Hölle braucht dieser Turm? So. Wir lassen jetzt fürs Erste auch mal die Mitteldestillate, die Leichtdestillate pausieren. Damit wirklich die anderen erstmal Vordrang haben. Alter. Wir verbrennen Tonnen. Die Großteil der Leitungen sind gerade leider leer. Das ist... Also das ist wieder das Problem daran, dass Schweröl... Es gibt... Ah, warte mal. Haben wir das nicht vorhin schon gehabt? Warte mal, das hatten wir doch vorhin schon. Ja, wie gesagt, ich bin... Teilweise sind halt Sachen... Ich kann doch, genau, Schweröl in Zukunft eh mit einer Crackling-Anlage umwandeln in Diesel. Bedeutet, ich habe einen weiteren Weg, Diesel herzustellen. Genauso wie Brenngas. Und Brenngas kann ich dann wieder für die Anlage verwenden. Mhm.
So, jetzt langsam sollte das aber alles wieder fließen. Na, schon. Jetzt geht's runter. Jetzt sinkt der Durchsatz wie Sau. Jetzt schalten wir eben die zweite Anlage auch wieder an. Und schalten wir eben das hier wieder aus. Ich habe mich vorhin echt verrechnet bei den Dingern. Ich bin doch blöd. Ich hatte ja sogar zu viel, also ich habe wieder zu viel gebohrt, ja, aber. Und was jetzt interessant wäre, wie viel Gas brauchen denn die zusammen? Der braucht 3, der braucht 2, also 5, 10, 20, nee, 5, 10, 15, 20, 30 brauche ich insgesamt. Die produzieren 8 jeweils. Ich produziere ca. 40, sagen wir es mal, so roundabout jetzt. Also auf jeden Fall genug. Weil das System ist in sich selber geschlossen. Das ist schon mal gut. Was ich schade finde, dass du zum Beispiel Dampf, okay, ja, Druckbehälter vielleicht, gibt es vielleicht in Zukunft, wer weiß es. Grundwasserressource, oh oh. Oh oh. Scheiße. Scheiße. Das war nicht der Plan. Ich saug die Anlage gerade so heavy aus. Die hatte um einiges mehr. Schauen wir nochmal nach den Layern. Dass das Wassergebiet fast leer ist. Das hier hat wohl den höchsten Anteil immer noch. Den habe ich noch nicht mal fast angekratzt. Wie viel kann ich mir denn hier vorstellen? Das ist wieder das Problem. Die Überlegung ist jetzt, woher ziehe ich in Zukunft dann Wasser? Ich kann komplett crazy gehen oder ich fange an, mir eine Wasserabteilung hier hochzuziehen. Und über den Berg drüber sozusagen dann hier anzuschließen und zu verteilen. Das wäre noch eine Möglichkeit, die wir haben. Wir haben so viel Wasser, das ist ja sowieso nicht mehr feiernswert. Aber was ist, wenn wir unseren Wasseranschluss nach hier oben versetzen und von hier oben dann runter verteilen? Das ist die Frage jetzt. Oder halt bei dem hier, der ist ja auch extrem mit 18.000. Wir haben jetzt 16% verbraucht. Wie viel waren das jetzt hier nochmal insgesamt? 9.000. Also so oder so, am Ende müssen wir irgendwann nachhaltig Wasser produzieren. Weil unsere Wasservorräte werden ausgehen. Also gibt es ganz neue Probleme. Aber ich würde sagen, diese Probleme befassen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt oh, große Lager sind abgeschlossen. Nice. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.